die extreme Armut, die in Uganda jetzt existiert, das können wir bis 2030 auf null reduzieren. Also bei der Ich-schaue-hin-Kampagne finde ich eben sehr schön, dass wir hier sehen, dass es Erfolgsstories gibt. Und deshalb ist es ganz, ganz, ganz wichtig, bei Ich-schaue-hin weiterhin darauf aufmerksam zu machen, dass die Versprechen eingehalten werden. Denn ich glaube, dass wir am Ende des Tages alle was davon haben werden. Ich habe gelernt, dass man nie wegschauen darf. Ich schaue hin. Ich schaue hin. Ich schaue hin.